Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 22 Playtest. Mein Name ist Gadrol, schön, dass du dabei bist. Wir werden gleich diesen riesenmetrischen... Hä? Okay, das war nicht meine Absicht, jetzt hänge ich fest. So, den werden wir gleich bewegen, ohne unsere Hände zu nehmen. Was ich eigentlich sagen wollte, irgendwer hat die Arbeit beendet. Der hier, okay. Tauschen wir den mal eben aus. Gegen den Wender, denn wir brauchen auf jeden Fall Heu. Heu, 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 brauchen wir. Heu, 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 heu. So. Dann sind auf jeden Fall ganz viele Maschinen sind zugange am Arbeiten. Das mit dem Kalken, ne? Wir haben gar nicht geguckt, ob das überhaupt funktioniert. Der haben wir uns einfach drauf verlassen. Ah, guck mal, er fährt gerade zu Kalkschlitzen, seht ihr? Legt gerade auf. Also das funktioniert auf jeden Fall. Haben wir gar nicht geguckt, ob es klappt. Alle anderen Fahrzeuge fahren nicht. Der Kleine, den wollen wir gleich zum Umladen verwenden. Der andere ist am Raps sehen, das scheint auch zu funktionieren. Da sehen wir 1600 für Kalk. Kann man, glaube ich, mal machen, ne? So, und dann nehmen wir hier. Wenden. Da würden sich dann auch demnächst hier mal größere Maschinen lohnen, wenn wir oben das zweite Feld damit kombiniert haben, aber eigentlich, so wie es aussieht, reicht es ja eigentlich ganz gut, ne, für die Tiere. Also von der Menge her würde ich jetzt sagen, das passt eigentlich. Gut. Da holt er den Kalk, das sieht gut aus. Dann laden wir mal eben den letzten Weizen ab. Dann holen wir wieder Mineraldünger. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, wo parken wir jetzt den Drescher? Hm. Hm. Passt der hier wohl irgendwie? Hm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir müssen sowieso auf kurz oder lang ja neue Hallen bauen. Das ist ja irgendwie überhaupt keine Frage. Ist schon wieder leer? Diese Tiere, ne? Die fressen mir auch noch die Haare vom Kopf. Wollen wir da mal einen Riesensparpreis machen? So, das sollte ja jetzt eine Weile reichen. Hm? Ich würde mal sagen, mit dem Gruber, das geht schon ganz schön schnell auf dem Feld, ne? Aber da können wir gleich hier oben hängen und die Kartoffelpflanzmaschine dran bauen. Geh weg! Oh, jetzt gibt's aber Rehrücken. Mm. Auf wann hatte ich zum letzten Mal so richtig schön Reh? Was ich aber total klasse fand, was man auch aus Wild dann letztlich machen kann, habe ich jetzt neulich frisch aus dem eigenen Wald Wildwurst-Bratwurst sozusagen. Ne? Also das ist auch schon sehr geil. Einen guten Metzger hat, der das kann. Das ist schon nicht schlecht. So. War da jetzt so wenig drin, dass er gerade erst gestartet hat? Also das wollte ich sowieso noch fragen. Habt ihr auch diesen Bug, dass ihr die Geräusche dann quer über die Map hört? Das hat man jetzt ja neulich mal. Das würde mich auch mal interessieren. So. Und dann holen wir uns mal eben die Kartoffeln. Und wir haben immer noch fast 1 Million am Konto, ne?
Bei der Kartoffelsämaschine haben wir jetzt natürlich ein Problem. Oh, wie machen wir das denn? Wir haben ja kein Kartoffellager, die müssen wir jetzt auffüllen. Okay. Haben wir nicht Kartoffeln? Tja, das. Da müssen wir jetzt aber viel von Hand eingreifen. Auf jeden Fall 3 Meter Seemaschine. Dann legen wir eben schnell einen neuen Kurs an. Was? Also, gerade so etwas verwirrt. Vorgewende 5 Stück. Dann gegen den Uhrzeigersinn. Aber es könnte gehen. Gut, dann speichern wir das. Unter 40, 3 Meter Kartoffeln. Ja, und dann müssen wir wirklich Kartoffeln als Saatgut dann kaufen und immer hin und her fahren. Eieieiei. Also wir brauchen dann auf jeden Fall hier irgendwo ein Wurzelfruchtlager. Da wäre eine schöne Mod, die würde ich dann gerne mal testen. Die Frage ist nur, wo bauen wir das schon wieder hin? Wir wollten ja mal Felder kaufen. Das Ding ist nur, die Felder, die wir dafür dann wieder nehmen könnten, die wären auch wieder zu weit weg, ne? So, hier würde ich übrigens gerne jetzt angeben, mehrere kaufen. Hier oben irgendwie so ein Counter oder so. So, 950. Boah. Da stehen sogar noch welche, oder? Jesus. Oh, das müssen wir mit eigen, das müssen wir mit eigenen machen. Guckt euch das mal an, ey. Ach, du dicke Männer. Oh, seid ihr auch so gespannt wie ich, wie viel wir davon jetzt rauskriegen? Das sind auf jeden Fall Europaletten. 950 für 1050. Die gibt's nur so. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da haben wir uns ja was vorgenommen. Ja, aber wie gesagt, für die Leute, die bis zum Ende mal dranbleiben, gibt's natürlich gleich die Belohnung. Wir werden einen riesen Drescher irgendwie versuchen, irgendwo einzuparken. Eieiei. So, 40. Erster Wegpunkt. Dann machen wir hier mal den hier. Eieieiei, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben, ne? Ja, plus, dass das halt sehr lange dauert, ne? Also, Kartoffeln ernten, das ist irgendwie so. Direkt nach Chilischoten an Stellen des Körpers, wo es sehr empfindlich ist. Nicht nachmachen. So. Aber das... Nee. Oh, Leute. Nee, bloß... Oh, Gott. Oh, nein, 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 nein. Warum habt ihr mich nicht gewarnt? Ihr seid echt Kameraden. Nee, 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 nee. Gut. Ja. Da sind wir hier fertig. Müssen wir dann noch was anderes grubbern? Nee, ne? Die große Seemaschine für unser... Baumwollfeld, die hat ja direkt Saat.
Das heißt, dann würde es jetzt da schon mal weitergehen. Das ist ja auch noch so ein Kandidat hier, ne? Den Trecker zum Tauschen. Ja, und da müssen wir noch überlegen, welches neue Feld wir dann holen, ne? Auch noch. Aber den da. Und irgendwann geht es dann auch in die Forstarbeit. Junge, Junge. Ja, Forstarbeit ist, glaube ich, so eine schöne Sache, wenn wir hier wieder Silo machen. Und dann sehen wir nämlich dann, während wir Forstarbeit machen, ob der andere Trecker wieder kommt zum Umladen. Weißt du, ich meine? Weißt du, ich meine? So. Gut. Und ja, die Müsli-Fabrik läuft leer. Wir müssen ohnehin vielleicht auf zwei Feldern Mais machen. Wir können ja dann das kleine Feld. Können wir ja Mais machen. Direkt den Mais, den wir da als Körnermais ernten, der sollte ja reichen, um das aufzufüllen irgendwie. Und ein anderes Feld zum Häckseln, vielleicht eins, was wir neu kaufen. Meine Güte, ey, was haben wir für viele Überlegungen, die wir jetzt machen müssen. Also müssen nicht, aber wollen. So, warte mal, wie war das denn? Einmal Saatgut, eh klar. Saatgut, eh klar. Hallo? Ist wieder nicht trigger-happy, der Kollege. So. Und dann war das im Kanister. Ja, natürlich, im Kanister. Daran sieht man auch, dass das flüssig ist. Ich nehme an, bei dem anderen Seemaschinen, die Dünger aus Säcken, also Kali, hier diese Kugeldünger haben, dürfte das eben nicht so sein, ne? So, und das war Feld Nummer 33. Was steht denn da für eine Maschine auf Feld 33? Hä? Ach so, vom Kalken, die ist fertig, genau. Ja, perfekt. Dann kann der ja wieder zum Hof fahren. Und es hat völlig problemlos geklappt. Ist das toll? Also ich finde das immer super. Der hat sich das geholt, der hat das Feld hier fertig gemacht. Steht hier fertig. Und wie gesagt, wir müssten dann... Ich muss mir diese Parkfunktion nochmal angucken. Da kann man dann sagen, na, wenn er fertig ist, fahr wieder zum Parken. Und das... Ach du liebes bisschen. Ich... Boah, ich glaube, ich verliere gerade schon meinen ganzen Lebenswillen, ehrlich. Gut. Aber das hier habe ich versprochen. Der Sound schon wieder. Oh, ist das cool. Sieh da. Und der soll jetzt irgendwie so schlecht sein, dass wir den besser nicht geholt hätten, oder was? Das war die Ansage. Mal ob dahinter. Gibt es eine zweite Staffel schon von? Oh, ich muss noch die neue Staffel Better Call Saul sehen. Fällt mir gerade ein. So. Meine Güte. Hat er nicht automatisch arretiert? Hat er nicht gemacht? Was? So.
Ja, ich würde sagen, wie sagt man so schön, Alongs Vehikel. Wohin jetzt damit? Wir müssen dafür eine Halle bauen, ehrlich gesagt, eigentlich irgendwie, oder? Ich pack den jetzt erstmal hier unterm Vordach. Mit der Maschine, die wir gerade nicht brauchen. Das geht. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir gerade auch nicht und den brauchen wir auch nicht. Noch nicht. So. Puh. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Hallenplatz. So lang, dass wir den einmal hier reinfahren können. Das wäre vielleicht hier sogar der Fall. Naja, das reicht wahrscheinlich von der Länge nicht ganz. Damit kenne ich mich nicht aus. Wir probieren es mal. Huch. Schon die erste Macke drin. Willkommen bei Garderol. Gute Unterhaltung. So. Gucken wir mal. Ja, also vom Prinzip her. Na, pass auf, da machen wir es anders. Da machen wir das so. Und der ist ja doch irgendwie wendiger als der andere. Ja, hier hat er eigentlich auch nichts zu suchen, weil... Wir haben ja noch diese langen, also ne, die Seemaschine und so. Die steht da besser, würde ich sagen. Dann packen wir den hier unter das Dach. Neben dem Häcksler. Es gibt übrigens Leute, die haben irgendwie so die These aufgestellt, dass ich eine Bevorzugung einer gewissen Marke irgendwie habe. Das verstehe ich gar nicht. Wie ist euch das denn aufgefallen? Hä? Irritierend manchmal. Naja, Zuschauer, ne? Da ist er, Leute. Wir haben ihn. Boah, bin ich stolz. Ich habe ein virtuelles Gut in einem Spiel gekauft und bin stolz drauf. Wahnsinn. Gut, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was da beendet ist, beziehungsweise ja, und wir gucken, welch großer Spaß und Quell an Freude die Kartoffelernten-Geschichte, Kartoffelsetzen-Geschichte wird. Also da ist, ich glaube, da ist der Begeisterung, der werden keine Grenzen gesetzt sein, wie toll das wird. Und wir brauchen neue Hallen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht. Und wir müssen uns noch überlegen, wir sollen irgendwie noch ein Feld kaufen oder zwei. Ja. Also das ist so ein Kleinkram hier, ne? Da können wir so eine kleine Halle mal uns irgendwo noch hinstellen, die wirklich... Mit den ganzen kleinen Maschinen, weil dann haben wir hier nochmal einen großen Slot frei. Aber guck mal, das passt eigentlich auch ganz gut so. Guck mal, siehst du? Kann man so machen. Gut. Leute. Nächste Folge sofort, jetzt auf Garderol Plus oder demnächst auf YouTube. Wann seht ihr den Sendeplan? Unter tv.garderol.de. Ach du Scheiße. Und ich hätte es nicht tun sollen mit den Kartoffeln. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und bis bald.